Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, hier von der Leipziger Buchmesse. Ich freue mich auf das Gespräch mit Philipp Felsch über seine Wissenschaftsgeschichte, wie August Petermann den Nordpol erfand. Herr Felsch, Sie sind ein deutscher Wissenschaftler in der Schweiz. Es gab ja auch in der Schweiz viel Gerede über diese ganzen deutschen Akademiker. Sie können also den August Petermann gut nachempfinden, wie der sich in London gefühlt hat, Mitte des 19. Jahrhunderts, den man da als Armchair Scholar beschimpft hat. Okay, also dieser Vorwurf hat mich persönlich jetzt in der Schweiz nicht betroffen, weil ich sowieso am Schreibtisch arbeite und das auch okay ist. Aber es gibt eine Parallelität, und zwar genau eben diesen Petermann, diesen deutschen Kartografen, der nach England geht, zu einer Zeit, als England vielleicht London die Hauptstadt der Kartografie ist. Und die Kartografie ist im 19. Jahrhundert natürlich auch eine enorm wichtige Sache, Stichwort Vermessung der Welt, und das Ganze, und die Kartografie ist sozusagen der Papierkram dieser Geschichte. Petermann geht also nach London in den 1840er Jahren und gerät dort in das große Gesellschaftsdrama der Suche nach der verschollenen Expedition von John Franklin. Das ist also wirklich ein Medienschlager der Zeit. Ganz England fiebert insgesamt über 14 Jahre, also eine wirklich sehr, sehr lange Zeit, mit, als es darum geht, die Expedition von John Franklin zu suchen, weil sie nämlich spurlos verschwunden ist. John Franklin ist mit zwei großen Schiffen und ich glaube fast 100 Mann Besatzung losgesegelt, um die Nordwestpassage zu entdecken. Das ist ein alter europäischer Traum, einen kurzen Seeweg nach Indien zu finden, der quasi im Norden um Amerika herumgeht. Die Engländer beißen sich die Zähne daran aus. Über Jahrzehnte schicken sie immer neue Expeditionen dorthin. Und Franklin soll es nun endlich richten. Franklin kriegt also die beste Ausrüstung. Er kriegt die besten Schiffe. Und er soll, es ist sozusagen der letzte Versuch, die letzte Chance, aber ich glaube, das ist vielleicht schon zu weit. Das, was an Ihrem Buch ja so einen so reinzieht, ist, Sie beschreiben London als hipste Stadt. Also der August Petermann kommt aus Deutschland, den stellt man sich dann auch etwas provinziell aus so einer etwas akademisch vor. Der kommt nach London und findet es totschick, in dieser Stadt zu sein. Kartografie ist eine hippe Wissenschaft, es geht um Macht. Das heißt, das Ganze, und es scheitert. Also dieser August Petermann bringt sich am Ende um. Das ist also eine Konstellation, die Sie beschreiben. Und jetzt gehen wir vielleicht nochmal von dieser Konstellation deutscher Wissenschaftler und englischer, dieser Franklin, den Sie gerade angesprochen haben, das ist ja ein Armeemensch gewesen. Er ist auf einer Boarding School, auf einem Internat gewesen. Das ist ein unterkühlter Engländer gewesen. Und dieser August Petermann ist in dieser deutschen Tradition. Was sind denn das für Traditionen, die da aufeinander geklatscht sind? Also Franklin soll übrigens sehr warmherzig gewesen sein. Er konnte keiner Fliege etwas zuleide tun, sagt man. Das sind tatsächlich ist ein Clash of Cultures, wenn Sie so wollen. Die Engländer sind Militärs, das sind Navymen. Und Petermann ist also auf eine deutsche Kartografenschule gegangen. Er kommt in seinem Leben nie weiter nach Norden als bis Edinburgh. Das ist auch Teil seiner Ausbildungszeit dort. Und er reagiert auf das Franklin-Drama, auf die vielen Suchexpeditionen, die also unverrichteter Dinge zurückkommen, mit den Mitteln des Kartografen, mit den Mitteln des Kopfmenschen, mit den Mitteln des Deutschen, wie die Engländer sagen, der nämlich eine sehr, sehr elaborierte und auch schlaue Theorie entwickelt, die sich auf seinen großen Mentor Alexander von Humboldt stützt, auf der er mit seinen Karten, die man in dem Buch auch sieht, entwickelt, wo Franklin genau hingesegelt sein muss. Und Petermanns Theorie, konträr zu allem, was sonst behauptet wird, lautet, er ist direkt zum Nordpol gesegelt. Warum? Weil es am Nordpol nämlich ein eisfreies Meer gibt. Es ist eine Utopie, so eine Art herrliche Gegend. Genau. Sie können diese Utopie bis zu den alten Griechen zurückverfolgen. Es gibt also schon im griechischen Mythos ein warmes Land hinter den Nordwinden. Das Ganze taucht bei Frankenstein etwa auf im frühen 19. Jahrhundert. Und Petermann ist nun derjenige, der diesen alten, antiken Mythos in eine
moderne wissenschaftliche Theorie übersetzt und ihn dadurch, wenn Sie so wollen, haltbar macht für das wissenschaftsgläubige 19. Jahrhundert. Aber er hat ja sozusagen viele Todesopfer sogar auf dem Gewissen, muss man sagen. Also eigentlich war er jemand, der sich weigerte. Und das macht einen dann irgendwann auch ein bisschen ärgerlich und man kann die Engländer verstehen. Er weigerte sich, seinen Schreibtischstuhl oder seine Vorstellungswelt zu verlassen. Und Sie beschreiben, ist das eine deutsche Tradition? Sie sagen ja, also Karl May fällt einem natürlich ein, der den ganzen wilden Westen erfunden hat an seinem Schreibtisch und der, dessen Bibliothek hieß Nordpol? Richtig, genau, ja. Karl May illustriert das sehr schön. Karl May hat auch die gesamte Abenteuerliteratur und auch die wissenschaftliche Literatur seiner Zeit bis zurück zu Humboldt verschlungen und baut sich aus diesen Bruchstücken seine Welt des Orients, des Wilden Westens. Und interessanterweise hat er seine Bibliothek, wo er diese ganzen Materialien zusammenträgt, im Übrigen auch die Karten von August Petermann, Nordpol getauft. Das ist, wenn man sich die Figur Petermann anguckt, sehr symptomatisch, denn der Nordpol ist natürlich die größte anzunehmende geografische Anomalie, wenn Sie so wollen. Ja, was ist das für ein Punkt, den Sie gar nicht sehen können, der von einer Eisdecke bedeckt ist, die auch noch davontreibt. Sie können also dort nicht mal eine Metallröhre oder Ähnliches hinterlassen, die wäre dann nach kurzem schon weggetrieben. Insofern ist der Nordpol ein gefundenes Fressen für geografische Theoretiker. Nicht umsonst hat die Times, also das Londoner Blatt schon in den 50ern den Nordpol als Spielzeug der Geografen verhöhnt eigentlich. Das ist genau die Zeit, in der Petermann eben seine kartografische Theorie entwickelt und die ihm die Engländer nicht abkaufen wollen. Aber eigentlich, was ist das denn, dieser Mythos? Was ist auch das, was Franklin so suchte und was die Engländer dann über, wie Sie da sagen, 14 Jahre, also anderthalb Jahrzehnte dazu brachte, von dieser Franklin-Sache nicht mehr abzulassen? Und vielleicht erklären wir das nochmal kurz. Wann ist Franklin losgezogen? Das sind zwei Schiffe, glaube ich, gewesen. Genau. Und diese Schiffe sind verschollen, einfach weg gewesen. Die hatten 3 Jahre Essen auf den Schiffen. Und das heißt, am Anfang hat sich auch keiner Sorgen gemacht. Und dann hat die Ehefrau Franklins eine Liebesgeschichte hoch 10, also eine Suche auf den Weg gesetzt, die die Engländer über die Jahrzehnte beschäftigt hat. Was ist das? Genau. Also Franklin offenbart die ganze Hybris des viktorianischen Welteroberungsprojektes. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass seine Seeleute etwa schon in Pelze gekleidet gewesen wären und mit Schlittenhunden durch die Eiswüste gezogen wären, so wie wir das von späteren Polarexpeditionen kennen. Die Engländer verfrachten im Grunde einen Londoner Salon in die Arktis. Das heißt, da gibt es 6000 Bände in der Bordbibliothek, es gibt eine Zeitung, es gibt Theatervorführungen. Sehr civilized. Es werden die ganz regulären Wolluniformen der königlichen Marine getragen. Sie können sich vorstellen, dass das zu Schwierigkeiten führt. Und, das muss man vielleicht kurz erwähnen, es werden Konservendosen mitgenommen zum ersten Mal. Die sind bleiverlötet, weshalb, wie sich sehr viel später erst herausgestellt hat, diese Expedition im Grunde an Bleivergiftung zugrunde gegangen ist. Das heißt, das wissen die Zeitgenossen aber nicht. Die Männer sind jämmerlich verhungert oder Sie erfroren. Sind verhungert und es gibt tragische Anzeichen dafür, dass sie zur letzten Alternative greifen mussten. Und Kannibalismus. Kannibalismus. Genau deswegen ist Franklin auch das große Trauma der Briten. Er war die große Hoffnung, es war sozusagen die State of the Art, die beste Expedition, die die Royal Navy jemals ausgerüstet hat. Und sie geht auf diese dramatische Art unter. Und in der Folge haben die Briten erstmal die Schnauze voll von der Arktis. Und Petermann geht zurück nach Deutschland. Warum geht er zurück nach Deutschland? Weil die Engländer seine Theorie nicht haben wollen. Nein, auch weil sie ihn beleidigen. Also sie mobben ihn. Er wird richtig gehend gemobbt. Also das Ganze schaukelt sich hoch. Es gibt natürlich auch einen politischen Hintergrund in dieser Zeit. Krimkrieg und so weiter. Die Engländer werden zu dieser Zeit ein bisschen nationalistischer vielleicht. Deutsche, die man vor 10 Jahren noch ganz gerne gesehen hat, mag man auf einmal nicht mehr so haben. Petermann sieht sich gezwungen, obwohl er London liebt über alles, zurückzugehen in die deutsche Provinz, gar nicht weit von hier, nach Gotha nämlich. Eine kleine Stadt, also man kann sich den Kontrast zu London gar nicht groß genug ausmalen, wo er eine Stelle als Kartograf erhält bei einem führenden deutschen Kartografieverlag.
Perthes geografische Anstalt. Aber er versucht immer noch mitzumischen. Das heißt, er geht nach London, er besucht die Leute, er ist in Korrespondenz, er versucht mitzumischen und wird stellenweise auch wiederum ernst genommen. Also das bricht nie ab. Er trinkt immer seinen schwarzen Tee, hat eine englische Ehefrau. Genau, er zieht seine Kinder auch zweisprachig, also ganz modern, wenn man so will. Im Grunde geht die Geschichte jetzt erst richtig los. Denn in Deutschland, im Land der Dichter und Denker, stoßen diese Theorien, über die die Engländer doch mehr oder weniger nur lachen konnten, auf sehr viel offenere Ohren. Und Petermann macht sich auf die Suche nach Bundesgenossen. Er will eine Expedition ausrüsten, die dieses offene Polarmeer entdeckt und dann bei der Gelegenheit auch gleich den Nordpol erobert. Und jetzt haben wir einen schönen Parcours sozusagen durch die deutsche Kulturlandschaft. Also er geht zu Bismarck. Er geht nach Wien zu Kaiser Franz Josef. Er startet Aufrufe an die deutsche Nation. Er wendet sich also an alle Instanzen, die damals in Frage kommen. Er braucht natürlich Geld, er braucht Schiffe. Und er stößt auf offene Ohren. Gerade von Seiten dessen, was damals als deutsches Volk sozusagen die große und ja auch nicht unproblematische Bühne der Geschichte betritt, gerade von dieser Seite gibt es sehr viel Enthusiasmus für diese Theorien. Alle möglichen Projektemacher und gescheiterten Provinzadligen und kleinen Bibliothekare und Wissenschaftler stürzen sich auf dieses Projekt, unterstützen es mit Geldspenden. Wir zeigen es den Engländern. Natürlich, natürlich. Es geht um Kolonien, es geht um Bedeutung. Ganz genau. Petermann wird jetzt zum großen Nationalisten. Das ist natürlich, offenbart auch vielleicht ein Teil seiner Tragödie, denn er ist natürlich im Herzen immer noch Wahlengländer. Das gibt er nie auf. Sie haben es ja gesagt, er hat eine englische Ehefrau und trotzdem rührt er jetzt so die deutsche Nationaltrommel. Er ist zutiefst gespalten und muss sich auch in England immer wieder rückversichern, dass dort seine Expeditionen, die nun auf deutschem Boden zustande kommen, anerkannt werden. Er ist jetzt, um das kurz zu sagen, der Urheber der großen deutschen und auch österreichisch-ungarischen Polarexpedition, die man ja auch kennt, teilweise aus der Literatur. Also die Entdeckung von Franz Josefs Land durch Peyer und Weyprecht. Hinter den Kulissen dieser Expedition steht in jedem Fall Petermann. Das heißt, diese deutschen Expeditionen sind im Grunde auf der Suche nach dem offenen Polarmeer. Aber die sind sehr klein im Verhältnis, sagen wir mal, zu der John Franklin-Sache. Und letztendlich biegen sie auch immer wieder ab. Also sie sind konservativer, vorsichtiger als die Engländer. Und letztendlich, vielleicht kommen wir noch mal zu dem Schluss, scheitert Petermann. Bringt er sich um, weil er seine Visionen gescheitert sieht? Petermann ist tatsächlich, also wir haben es hier doch mit einer Tragödie zu tun, muss man sagen. Petermann schafft es, Expeditionen auf den Weg zu bringen. Die kommen auch ziemlich weit nach Norden. Die entdecken dieses besagte Franz-Josefs-Land etwa, sind also gar nicht vollkommen erfolglos. Und nun setzt das ganz merkwürdige Moment ein, dass Petermann, der Theoretiker, geradezu versucht, diese Expeditionen, wenn sie denn einmal auf den Weg gekommen sind, zu verhindern. Das heißt, er zettelt Streit an. Schreibt diesen Expeditionen Routen vor, die völlig utopisch sind. Er überwirft sich mit den ganzen praktischen Seeleuten in Deutschland. Und man hat fast das Gefühl, dass wir hier wirklich das Psychodrama des Kartografen in dieser Person verdichtet vorfinden, der in dem Moment, wo seine Theorien, die am Schreibtisch, auf Papier, auf Karten entstehen, wo die sozusagen zu Matrosen aus Fleisch und Blut und Schiffen aus Holz und Nägeln werden, wie er fast zwanghaft dagegen anrennt. Denn die Theorie, so hat man fast das Gefühl, kann sozusagen durch ihre Realisierung eigentlich nur verunreinigt werden. Und das ist vielleicht etwas doch zutiefst Deutsches. Und es ist vielleicht auch der Grund dafür, dass Petermann sich 1878, also mit gut 50 Jahren, Mitte 50 etwa, das Leben nimmt. Herr Felsch, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich kann dieses Buch, meine Damen und Herren, sehr empfehlen. Es ist eine sehr, sehr unterhaltsame und bildungsreiche Lektüre. Vielen Dank. Dankeschön.